Test the max. AWD hat ja bisweilen einen zweifelhaften Ruf. Deswegen checken wir heute als euer persönlicher Finanztester mal eine alternative Geldanlage, nämlich den AWD von WRX, den All-Wheel Drive vom Rallye-Profi. Mit Glamour und weltmännischen Auftreten versucht der AWD hier nicht zu täuschen. Dazu wirbelt er ja auch schon im Stehen zu viel Staub auf. Ansonsten hat er alles, was so ein Impreza braucht. Breitbaukosmetik, aggressive Optik und natürlich die obligate Theke im Heck. Und darüber hinaus natürlich viel mehr Fans als der andere AWD Anleger hat. Apropos hinter das Licht führen, diese Hutze hier ist kein Fake, damit saugt der wirklich einen durch. Also Autobahn, Auffahrtkurven, das macht schon mal richtig Spaß. Jetzt gehen wir hier mal auf die Gerade, wahrscheinlich um festzustellen, dass das nicht unbedingt das bevorzugte Terrain hier vom Impreza ist. Und so ist es auch. Hier heißt es wirklich konzentriert fahren, weil die Lenkung doch auch ein bisschen nervös ist, die Federung ein bisschen bockig. Du spürst halt die Unebenheiten, ist eben kein Asphaltschleicher. Höchstgeschwindigkeit 255, wir dürfen ja nur 240 fahren, weil wir noch mit Winterreifen unterwegs sind. Also ich könnte mir vorstellen, längere Strecken fährst du mit anderen Hockern wesentlich entspannter, zum Beispiel von München nach Berlin. Aber im Regen oder Schnee bist du hier mit dem Impreza sicher der König. Aber was die Kiste will, das sind definitiv Kurven. Du machst ja auch nicht Urlaub im Hallenbad, wenn nebenan der Strand oder das Meer ist. So, jetzt gehen wir hier mal auf Schotter. Ich glaube, das ist einfach der natürliche Untergrund für den Impreza. Also, ich muss echt sagen, diese Traktion hier ist einfach der Hammer. Dafür ist die Kiste gebaut. Der fliegt hier über den Schotter, dass es die wahre Pracht ist. Also, die Schaltung ist extrem direkt hier und dazu natürlich dieser Grip, diese Traktion, der geht ab. Halleluja. Also, vergesst einfach Autobahn, vergesst Landstraße, Schotter, Schotter und Schotter. Das ist das, was hier für die Kiste ideal ist. Und der zieht aus dieser Schotterkurve raus, als wäre das hier Asphalt. Es ist ja wirklich unfassbar. Also da hast du wirklich eine ungefähre Vorstellung, wie die Jungs in der WRC so unterwegs sein müssen. Ist das ein Spaß, ist das eine Freude. Also das ist himmlisch und teuflisch zugleich, was der hier auf dem lockeren Untergrund anstellt. Das könnten mit dieser Leichtigkeit nicht viele, vielleicht noch der Evo. Aber sonst muss ich sagen, absolute Weltklasse. Knapp 50 Riesen ist natürlich eine Menge Holz. Und in der Stadt kriegst du dafür dann wahrscheinlich auch nur ein bisschen mitleidiges Lächeln. Was für ein Spaß. Aber Kenner wissen, was du hier für einen Schatz unter dem Hintern hast. Und wenn du den Subaru hier richtig fliegen lässt, ich glaube, dann kannst du das Geld gar nicht nachhaltiger in Fahrspaß investieren. Wow! Test the max.